So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play Together FIFA 13. Wir haben ja gesagt, wir spielen den gesamten Spieltag vor. Den gesamten Spieltag von der Fußball-Bundesliga, den 17. Das letzte Spiel lautet Werder Bremen gegen den 1. FC Nürnberg. Das machen wir im One-on-One. Und Werder Bremen, das ist mal nicht der Sebastian, sondern stellvertretend für den Sebastian, der Nils. Ja, hallo. Und dann haben wir noch einen Gast, nämlich den Johnny. Bekannt als Jevo-Player, der Nürnberg sein wird. Bekannt? Bei uns bekannt. Und Mike ist auch noch hier. Im TS. Super, dann kann es ja direkt gleich losgehen, wenn die Knöpfchen gedrückt sind. Also, Nürnberg, das ist der Johnny. Zweite Let's Play für ihn. Und wenn ihr das erste von ihm nicht gesehen habt, das ist Dortmund, der Hoffenheim gegen Dortmund, dann guckt euch das auf jeden Fall an. Also, die Bremer hatten Anstoß. Nicht die Bremer, die Nürnberger. Die Bremer sind jetzt aber im Ballbesitz mit Petersen. Der steckt durch zu Junuzovic. Das wird nichts. Eswein, Balic und die Nürnberger sind im Ballbesitz. Schön. Antonio setzt da durch. Pekard legt rüber. Kiyotake legt vorbei am Tor. Und das wäre fast das 1:0 gewesen. Nürnberger wieder. Pekard geht allein aufs Tor zu. Pekard, der muss nur schießen. Aber Mielitz hält. Jetzt Eckball. Kiyotake schön reingeflankt. Das ist es doch jetzt. Nein, der Kopfball wird gehalten. War ja auch mehr oder weniger nur ein recht schwacher Aufsetzer. So, jetzt mal Petersen. Mal Ruhe reinbringen. Bremen. Wir sind hier in der 7. Minute und schon 3 Chancen für Nürnberg. De Bruyne kommt da nicht durch. Was? Es gibt Freistoß. Skandal. Was? Freistoß sogar? Freistoß für Nürnberg. Zu Recht. Na. Das werden die Fernsehbilder beweisen. Pinola jetzt. Schön. Über die linke Seite. Legt er rüber zu Eswein. Ja, das funktioniert aber nicht. Da hat Gebre Selassie aufgepasst. De Bruyne, Gebre Selassie, jetzt mal die Bremer. Aber Gebre Selassie verliert gegen Simmons den Ball. Einwurf jetzt für die Bremer. De Bruyne. Petersen, auch er verliert den Ball. Also das ist, gefällt mir durchweg bei den Bremern nicht. Diese einfachen Ballverluste im Zweikampf. Da musst du nur einen Fuß stehen lassen und schon hast du den Ball. Jetzt mal Spielaufbau über Sokratis. Gebre Selassie, aber da merkt man direkt, die Nürnberger, die machen ein Pressing, das ist ja Wahnsinn. Deshalb Ballverlust, noch bevor man die Mittellinie überquert hat. Kiyotake kommt da fast an den Ball, dann wäre er allein vor Mielitz gewesen. Da war noch zum Glück ein Bremer dazwischen. Arnautovic, ach, er nimmt auch dran teil, jetzt erkennt man ihn. Erstes Mal wird er erwähnt nach 15 Minuten. Arnautovic, und auch er verliert den Ball. Also das ist, Mann, ja erschreckend. Das ist für mich, das ist doch eine Frechheit hier. Durch die ganze Bande, Bande hier. Spielen sie alle irgendwie im Zweikampf nicht so stark. Peckert. Kiyotake. Eswein. Das sieht bei den Nürnbergern alles ein bisschen anders aus. Ein bisschen leichtfüßiger. Gebhardt. Oh, zum Glück da. Noch ein Bremer dazwischen. Peckert. Oh, und wieder. Dieses schnelle Spiel. Aber die Bremer versuchen dieses schnelle Spiel ebenfalls und kriegen es nicht hin. Der Ball bleibt weiterhin in der Hälfte der Bremer. Pinola. Der lässt runterlegen. Pinola muss sich runterlegen. Pinola bleibt selbst im Ball besitzt, aber wird noch abgelaufen, zum Glück. Das ist erschreckend. Die Bremer gewinnen keinen Zweikampf. Pinola. Peckert. Aber jetzt in letzter Zeit gelingt der letzte Pass nicht mehr bei den Nürnberger. Deshalb keine Chance seit der 7. Minute. De Bruyne. Mal runter auf Arnautovic. Der hat jetzt richtig Platz. Jetzt muss was passieren. Rübergelegt. Schön. Aber es bringt nichts, die Flanke. Da waren noch genügend Nürnberger gewesen. Pinola jetzt. Oh, auch er mit einem Fehlpass. Aber dann ist direkt ein anderer Nürnberger da. Das ist schön zu sehen. Und wie oft sie hier Eswein suchen. Das ist schön. Gebre Selassie jetzt. Mit einem steilen Pass auf Arnautovic. Der muss jetzt die Flanke bringen. Das macht er auch. Und die ist gefährlich, weil der Torwart vorbeirutscht. Nachschuss. Ah. Oh, wow, wow. Oh. Ah.
Ja. Da war ein bisschen Stimmung drin. Erste Gelegenheit für Werder Bremen. Elia, auch er macht mit, wurde bisher überhaupt nicht gesucht oder beziehungsweise gar nicht gefunden. Jetzt gefährliche Flanke. Aber Petersen ist da natürlich aufgrund seiner mangelnden Erfahrung in der ersten Liga ja, zu stürmisch, nimmt diesen Ball einfach an, obwohl er relativ frei steht und haut ihn daneben. Er nimmt ihn nicht an, sondern haut einfach drauf. Das hätte er halt sein lassen sollen. So, schöner Ball auf Gebhardt. Das war ein Traumpass. Und der muss jetzt die Flanke bringen. Das kriegt er sogar noch hin. Nein! Das kriegt er nicht hin. Vor der Linie. Ja, schade. Gebhardt jetzt wieder. Der wird hier noch zum Dribbler. Kiyotake. Und der verliert den Ball gegen Fritz. Und das ist auch ein Traumpass auf Arnautovic. Und der sieht Elia. Elia und Arnautovic laufen jetzt. Machen sie 3 gegen 4. Aber Elia zieht da irgendwie viel zu früh ab. Der Ball geht übers Tor. Bisschen übermotiviert. Petersen jetzt. Petersen kann sich dadurch nicht... kann sich nicht durchtangeln. Durch 2. Bleibt stecken. Das Spiel nimmt an Fahrt auf. Es wird schneller. Es war ein Peckert. Kommt jetzt der passende Lauf auf Gebhardt. Ja. Der Gebhardt gefällt mir. Der geht da in jeden Zweikampf oben rein. Und er gewinnt viele, viele Bälle dadurch. De Bruyne, Petersen. Und wieder so ein Ballverlust. Den brauchst du nicht in deinem Aufbauspiel von den Bremern. Oh, der nächste. Junosovic, Arnautovic, Gebrselassie. Jetzt mal vielleicht einen schönen Pass auf Arnautovic. Das kriegt der Gebrselassie leider nicht hin. Wow. Da hat der Nürnberger fast ein bisschen missgebaut, aber Glück gehabt. Arnautovic haut den Ball einfach ins Aus. Oh, Petersen. Wir sind in der 44. Minute bereits. Uns fehlen jetzt Torchancen. Arnautovic legt sich den Ball wunderschön vor, kann selbst machen. Oh. Und schießt am Ende viel zu schlapp. Will ihn da reinschlänzen irgendwie von der Seite. Da muss er einfach draufziehen. Das war mir einfach zu lustlos. Und das war schade, weil das war die beste Chance des Spiels. Jetzt Chandler. Der hat den Platz, der muss die Flanke nur bringen. Das Kiyotake kommt aber nicht dran, weil er natürlich auch sehr klein gewachsen ist. Und jetzt ist Halbzeit hier. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Das steht hier 0:0. Mal gucken, was die Spielstatistik sagt. Die Regie bereitet das vor und da haben wir das Bild. 4:1 Werder. 2:1 Nürnberg, aber Nürnberg hatte diese zwei Superchancen, muss man sagen. Bei Werder ging auch einfach vieles übers Tor. Ballbesitz ausgeglichen. Nürnberg hat natürlich den Tick mehr die Passgenauigkeit. Nämlich 1%. Ja, wir gehen rein in die zweite Halbzeit. Die Nürnberger sind schon auf dem Feld. Die Werderaner lassen sich noch Zeit. Hand spielt gar nicht, weißt du. Und wir warten. Aber der Hans, das ist eigentlich gut. So, jetzt beginnt die zweite Halbzeit. Anstoß hat Werder mit Elia, der das aber irgendwie nicht ordentlich gemacht hat. Also wollte da reinstürmen und dann bleibt er doch irgendwie, entscheidet er sich zurückzugehen. Weiß nicht. Hand ist jetzt dabei. Und Balic, er kämpft sich da den Ball. Und Chandler. Jawohl! Chandler kriegt das nicht hin. Deshalb jetzt Einwurf für Werder. Das haben sie schnell aufgeführt über Petersen. Der kämpft sich da an zwei Leuten vorbei. Petersen an der dritten Person. Petersen am vierten. Oh Mann. Nicht. Arnautovic hat den Nachschuss. Und Schäfer hat den Ball. Also Nachschuss kann man gar nicht sagen, sondern mit einem Schuss. Zwar hat Petersen auch einen Schuss gewagt, aber der wurde abgefälscht und ging dann in eine ganz andere Richtung. War gar nicht in Richtung Tor. So, Einwurf für Nürnberg. Ich bin gespannt. So, Pinola kann sich da durchsetzen und es gibt Foul gegen Nürnberg. Sokrates mit der Spieleröffnung, also mit dem Freistoß hier.
auf De Bruyne. Kommt der Ball und jetzt der verliert den Ball. Unnötig, der macht echt viele Fehler. So, Gebhardt jetzt. Gebhardt drüber auf Pekkat. Oh, wenn er den besser kontrollieren kann. Pekkat, jetzt ist es Pekkat. Pekkat. Oh, Pekkat kriegt er nicht einfach den Fuß in Richtung Ball. Der liegt 50 cm vor und er muss einfach nur drauf gehen. Dann liegt der Ball im Tor. Balic. Gebhardt. Es gibt einen Wurf für die Nürnberger. Ich muss dazu sagen, ich hätte die Bremer Passgenauigkeit noch viel niedriger gesehen als bei 73%. Kiyotake ist durch, er kann es machen. Nein! Wieder ein Fuß noch dazwischen, der Torwart rennt raus. Lauf doch schneller da! Und Kiyotake will einfach nicht schießen richtig. Und jetzt Elia auf der Gegenseite, kann sich durchsetzen gegen Antonio. Boah. Schäfer ist aber draußen bei der Flanke und haut den Ball weg. Das war super gemacht. Fritz jetzt vielleicht mit dem Schuss. Fritz! Nein, da wirft sich noch ein Nürnberger dazwischen. Gebhardt, das Spiel wird wieder, nimmt wieder an Fahrt auf. Kiyotake. Balic. Nein, der verliert den Ball. Langer Pass jetzt auf Petersen. Und Petersen setzt sich da, versucht ins 1 gegen 1 zu gehen. Gewinnt er leider nicht, aber trotzdem bleibt der Ballbesitz im Besitz der Bremer. Oh Mann. Undurchsichtige Situation gerade. Aber wir sind schon im Gegenkonter der Nürnberger. Das Spiel hat ein Tempo aufgenommen. Schöner Pass auf Esswein. Esswein ist durch. Was macht Esswein? Jetzt Esswein schießt. Mann, Tor! Was macht der Tor denn da, ey? Wo will er denn da hinhauen, ey? Was macht der denn da? Hat so ein Glück, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Warum ist 1:0 für Nürnberg. Boah, der schießt ja den Tor. Den da sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Der Torwart kann nicht richtig klären. Am Luft. Ein Luftschuss des Torwarts. Der scheiß Torwart. Mann, Militz, ey. Oh, ey. Hast du den nicht im Kicker? Ja. So, es geht hier weiter. Anstoß an die Bremer und trotzdem ist schon wieder Nürnberg unterwegs in Richtung Bremer Tor. Über Kiyotake, der will den Ball rüberlegen. Kriegt das aber nicht hin, weil nur einer von Bremen den Fuß dazwischen hatte. Prödel, ja, auch er spielt mit. Was macht der denn jetzt hier? Der macht auf Lucio. Geht bis ins Mittelfeld, deshalb geht es jetzt gegen Konter für Nürnberg, aber den haben sie recht früh abgebrochen. Sokratis. Auch er, ziemlich weit in der Hälfte der Nürnberger, für meine Verhältnisse. Muss doch mal den Ball einfach rüberlegen. Jetzt muss der nämlich auch zurückgehen. Fritz aber bleibt im Ballbesitz, legt rüber zu Elia. Elia muss die Flanke bringen, kriegt das nicht. Der Ball ist schon im Aus. Schade, ist doch eigentlich... Ja, 15 Minuten bleiben den Bremer noch. Balic. Der Wechsel hat ihn gut getan. Simmons. Schön, wie der sich da durchsetzt. Legt drüber auf Pinola. Die haben eine Übersicht im Spiel. Pinola. Der macht da einen Schussversuch. Will einen kleinen Kunstschuss da machen. Den Ball richtig reinschippen. Die Idee war super, aber die Umsetzung, naja. Das waren dann am Ende doch 6 Meter am Tor vorbei. Militz mit dem Abschlag. Bleibt der Ball im Werder-Besitz? Ja. Oh, der wird sogar rübergelegt auf Petersen. Durch Zufall. Aber Petersen kann den Ball nicht kontrollieren. Ja, da fehlt ihm einfach die Erfahrung. Da hat man auch noch andere, die man testen könnte. So führt hier Nürnberg mit 1:0. Und was tut Werder dagegen? Nichts. Brödel. Der hat keinen Bock mehr, da hinten rumzustehen. Der merkt, dass die Vorleute nichts machen. Deshalb ist er jetzt mittlerweile im Mittelfeld angekommen. Elia. Kriegt ein bisschen Platz. Und dann auch er wieder mit Problemen. Und schön, der Ball bleibt im Spiel. Der Nürnberger da. Grätscht nochmal ein, bevor es Einwurf gibt. Trotzdem bleibt jetzt Werder im Ballbesitz. Elia und er verliert den Ball. Schön. Ab Fuß dazwischen und der Ball geht ins Aus. Alter. Jetzt gibt's Einwurf für Nürnberg. Nee, doch nicht. Quatsch.
Hans! Boah, kretsch doch da! Ich hab auf Kretschen gedrückt, soll das ein Witz sein oder was? Gebhardt! Gibt's doch gar nicht, ey. Steht schon da unten bereit, Kiyotaka hat den Ball. Kiyotaka wartet auf Pinola, nimmt Pinola mit. Und Pinola läuft. Die Linie entlang. Pinola legt den Ball. De Bruyne versuchte da gerade was, das hat nichts gebracht. Wir sind schon in der 90. Minute. Arnautovic. Arnautovic versucht alleine. Keine Chance bisher. Arnautovic Nachschuss. Nächster Schuss. Oh, und Mann. Schäfer hat den Ball. Abschlag. Der landet punktgenau. Bleibt auch mal stehen da. Ah, hast du gewonnen, ey. Scheiße. Es war ein Kiyotake. 1-0, ey. Oh, ey. Ach, Mann, ey. Es war ein... Mein Gott, das blocken die mich denn immer, die Scheiße. Es war ein... Der versucht einfach den direkten Schuss. Und dann ist hier Schluss. 90. Minute zu Ende. Werder Bremen verliert 0-1 gegen Nürnberg. Wir gucken uns die Spielstatistik an. Wenn die Regie das hinkriegt. Ich hab doch gedrückt. Oh, muss ich nochmal drücken? Was soll das denn, ey? Boah, ey. So. Und die Spieldetails sehen wir jetzt hier. Werder Bremen mit 10 Schüssen, 4 davon aufs Tor. 10 Schüsse, ey. Nürnberg mit 5, 2 davon aufs Tor, 50% Ballbesitz. Aber dann ist es eben das, was ich schon angesprochen habe. Diese Passgenauigkeit. 76% Passgenauigkeit beim 1. FC Nürnberg, 70% Passgenauigkeit nur bei Werder Bremen. Und das sind eben diese 6%, würde Oliver Kahn sagen. Die machen dann den Unterschied aus zwischen einem Tor und keinem Tor. Und Nürnberg hat das Tor gemacht und Werder Bremen nicht. Und somit gebe ich das beende das Let's Play und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Sommer.